Down towards the bottom is more fluid than the top. The top is more of the fibrous material because it floats. So if you reach in and grab some, see all the juices coming out here? And we take this bucket and strainer here and we squeeze off all of the juices through the So that hole inside of the cow goes right into its stomach. Ein Teil der Fruchtblase wird nun sichtbar. Wenn sie platzt, wird es nicht mehr lange dauern. Die Vorderbeine des Kleinen sind schon deutlich zu sehen. Doris liegt jetzt lieber auf der anderen Seite. Vorsichtig bindet der Bauer Stricke um die beiden Beinchen. Mit sanftem Ziehen hilft er Doris bei der schweren Geburtsarbeit. Endlich geschafft. Das Kälbchen rutscht aufs weiche Stroh. Nass und hilflos liegt es nun da. Liebevoll wird es sofort von der Mutter abgeleckt. Das trocknet das Fell und bringt Kreislauf und Atmung in Schwung. Und ist gleichzeitig auch eine erste Begrüßung. Den Kübel mit dem Vitamintrunk hat sich Doris jetzt aber redlich verdient. Die meisten Kälbchen versuchen, bereits nach ungefähr einer halben Stunde aufzustehen. Unseres hat beschlossen, seine ersten Stehversuche wohl noch ein wenig zu verschieben. Nach dieser Anstrengung lässt es sich lieber noch von Mama umsorgen. Erst nach der Geburt eines Kälbchens hat die Kuh Milch. Für das Junge ist sie ein guter Start ins Leben. Cows all walk onto the cow shed and then they boom and back off and don't push up. Now the problem is I only got 7 sets of cups, so I'm trying to get 8 cows on. Come on! Come on! We can do it. Well done, old girls. Our Jersey cow here takes the longest to milk. So I'll put her on first, don't wee on me. This girl here takes the next longest to milk, so I'll put her on first. Right, here we go. Her out for the moment. Well done. Gehalten. Sie werden mit der Milch ihrer Mütter sowie mit besonderem Kälberfutter ernährt. Gleich nach der Geburt kann eine Kuh gemolken werden. Die Milch der ersten 5 Tage gehört ausschließlich dem Kälbchen. Sie ist gelb bis rötlich und enthält besondere Stoffe, die für den Darm und die Gesundheit des Kalbes sehr wichtig sind. Man füllt sie daher in einen eigenen Behälter. Die Kälber bekommen rund 6 bis 8 Wochen lang Milch.
Dann sind sie bereits so weit, um auch Heu, Grün- und Silofutter verdauen zu können. Eine Kuh hat nach der Geburt etwa 300 Tage lang Milch. Nach dieser Zeit hört die Milchbildung wieder auf. Die Bauern sagen, die Kuh steht trocken. Meist sind die Kühe dann auch schon wieder trächtig und bereiten sich auf die nächste Geburt vor. Erst danach beginnt die Milchproduktion wieder von neuem. Wenn das Kälbchen mit dem Kopf gegen das Euter stößt, beginnt ein Hormon im Körper der Mutter mit seiner Aufgabe. Erst dadurch setzt der Wirkstoff den Milchfluss in Gang, allerdings nur für die kurze Zeit von etwa 8 bis 10 Minuten. Beim Melken wird das Saugen des Kalbes nachgeahmt. Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüstet. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters. Die paar Spritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in mühevoller Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre 4 Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in 8 bis 10 Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. Damit die empfindlichen Zitzen nicht rissig oder wund werden, gibt es von der Bäuerin abschließend noch einen Hautbalsam. 2x täglich wird gemolken. Das ergibt pro Kuh und Tag etwa 20 bis 25 Liter Milch. So viel, wie in 2 solcher Kübel passt. Die Melkmaschine ist an eine Rohrleitung angeschlossen. Über sie fließt die körperwarme Milch in einen Sammeltank, wo sie auf etwa 4 Grad Celsius abgekühlt wird. Sie würde sonst recht rasch verderben. Dieser Sammeltank fasst rund 500 Liter Milch, etwa 2 Badewannen voll. Og da det her det er gummi, så lægger man det i varmt vand. Så bliver det blødgjort. Så er det nemt at arbejde. Når man så skal have den store ud, så tager man rundt i kanten her. Ind bag. Og der ligger en derovre bag i, så I kan kigge på, hvis det er. Så tager man simpelthen bagkanten øverst op. Trækker ud mod sig selv sådan her. Og når jeg trækker ud, så bliver det mindre. Værsgo. Så er der åben. Fjord. Det var simpelthen. Jeg gør sådan her, trækker den ud, og så bliver den simpelthen mindre, mindre, mindre. Sådan, så lille kan den blive. Okay. Og det er det samme, jeg gør